Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Folge Lasse Harlisch trifft. Und heute habe ich jemanden von den Grünen dabei, nämlich den Vorsitzenden der Grünen in Hamburg. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Ja, klar, gerne. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin Leon Alam, Parteivorsitzender der Grünen hier in Hamburg. Einer der beiden Parteivorsitzenden. Wir haben natürlich, wie sich das für die Grünen gehört, eine Doppelspitze hier. Und bin 27 Jahre alt. Darf den Vorsitz jetzt seit einem Dreivierteljahr ungefähr übernehmen und ansonsten studiere ich Politikwissenschaft, bin gerade in meinem Masterstudium in den Endzügen und hoffe, dass ich in diesem Jahr fertig werde. Ja, wir wollen heute über das Thema Hass sprechen, Hass gegen die Grünen. Ich habe da eine Frage rausgesucht. Ich frage mich so ein bisschen, woher kommt der zunehmende, sage ich mal, Hass schon gegen die Grünen? Im letzten Jahr gab es laut Welt mehr als 1200 Angriffe gegenüber grünen Politikerinnen und Politiker. Im Vergleich bei der AfD waren es so circa 500. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, sagte dazu, dass die Grünen so ein bisschen die Prügelknaben der Nation sind. Andere sprechen auch, dass ihr der Nachfolger von dem Hass gegenüber Angela Merkel seid. Und das macht ja sicherlich auch was mit dir. Und du hast selber zu dem Thema, könnte man schon fast sagen, ein Video hochgeladen. Und das wollen wir uns einmal anschauen. Und dann habe ich ein paar Fragen zu dem Video. Alles klar. Ich bin Vorsitzender der Hamburger Grünen. Natürlich baue ich dir heimlich eine Wärmepumpe ein. Ich bin Vorsitzender der Hamburger Grünen. Natürlich schminke ich mich nicht. Vorsitzender der Hamburger Grünen. Natürlich will ich dir dein Auto lenken. Ich bin Vorsitzende der Hamburger Grünen. Natürlich esse ich nur Körner. Ich bin Vorsitzender der Hamburger Grünen. Natürlich trage ich das ganze Jahr über Birkenstocks. Ich bin Vorsitzende der Hamburger Grünen. Natürlich ist meine Partei an allem schuld. Zusammengefasst geht es ja darum, dass eine Wärmepumpe heimlich eingebaut wird, Frauen sich nicht schminken, Grüne nur Körner fressen, die Grünen einen das Auto wegnehmen wollen und schlussendlich sollen die Grünen so ein bisschen ja gefühlt an allem schuld sein. Meine erste Frage an dich, wie kamt ihr auf dieses Video, auf die Idee, wie ist das zustande gekommen? Ja, das war ja so ein bisschen ein Trend auf TikTok mit diesem Spiel mit Vorurteilen und Stereotypen. Und wir haben in allererster Linie das auch ganz lustig gefunden, da mal mitzumachen. Und es hat auch Spaß gemacht. Ich glaube, es ist so, hat so ein bisschen zwei Ebenen auf der einen Seite. Genau, ist das zu auf. Es gibt ja ganz viele Vorurteile gegenüber Grünen und auch gegenüber anderen Parteien. Auch über andere Parteien und über vieles darüber können wir auch lachen. Und ich finde es auch wichtig, dass Politik sich nicht so ernst nimmt immer, sondern auch ein bisschen auch über sich selbst lachen kann. Und gleichzeitig ist es eben natürlich schon auch die andere Ebene, die du ansprichst. Also einige dieser Vorurteile jetzt in dem Sinne sind aus meiner Sicht schon problematisch, wenn es darum geht, dass tatsächlich, und das haben wir, wie ich sagen würde, schon in der Vergangenheit jetzt immer häufiger gesehen, dass tatsächlich irgendwie Fake News verbreitet werden oder so Dinge behauptet werden, die letztendlich einfach überhaupt nicht stimmen. Das Thema, wie ist das mit den Autos? Stimmt das? Nee, mit dem Autos natürlich nicht. Also wir wollen niemandem das Auto verbieten. Ja. Natürlich dürfen alle weiterhin auch in Zukunft Auto fahren. Und natürlich hat es aber einen Kern. Ne? Ja. Also die Frage, wo das herkommt, ist natürlich so, dass wir Grüne uns dafür einsetzen, dass Städte ein Stück weit auch anders gestaltet sind, dass vielleicht weniger Autos auf der Straße sind, weil es attraktive Alternativen gibt. Aber wir wollen niemandem das Auto verbieten. Und wenn diese Ängste geschürt werden, dann macht das was mit einer Gesellschaft und ist ein großes Problem aus meiner Sicht. Ja, auf das Auto kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Nun war ja auch ein Punkt die Wärmepumpe. Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, wenn man sagt, da lief jetzt alles super mit der Wärmepumpe, alles war verständlich. Zurückblickend, wo würdest du sagen, hat Robert Habeck vielleicht auch oder allgemein die Grünen, wo wurden Fehler gemacht und war es verständlich für die Bürgerinnen und Bürger, was da jetzt genau mit der Wärmepumpe passiert? Ich bin am Ende nicht mehr durchgeblickt. Ja. Also genau, dass du nicht mehr durchgeblickt bist, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Kern des Problems gewesen. Und das kann jetzt an mir liegen vielleicht auch, ich weiß es nicht. Nein, also ich glaube letztendlich, es hilft nichts, irgendwie dann Leuten die Schuld zu geben nach dem Motto, ihr müsst euch besser informieren, sondern wir müssen natürlich selbstkritisch gucken, was haben wir da vielleicht auch nicht gut gemacht. Und ich glaube, da
gibt es schon einiges zu nennen. Also es ist offensichtlich, dass mit diesem Heizungsgesetz, wie es ja genannt wurde, eigentlich Gebäudeenergiegesetz, nicht alles rund gelaufen ist. Was ist da nicht rund gelaufen? Ich glaube, das fing damit an, dass dieses ganze Thema der Wärmewende, da geht es ja um Heizen, wie können wir irgendwie klimaneutral in Zukunft heizen, aus dem Effekt des russischen Angriffskriegs und der Tatsache, dass wir ja in ganz kurzer Zeit gucken mussten, wie wir irgendwie unsere Energieversorgung hier sicherstellen, wie wir das russische Gas ersetzen können, dass in diesem Zuge wir bzw. Robert entschieden hat, dieses Thema der Wärmewende noch ein Stück weit schneller zu vollziehen, als das ursprünglich geplant war. Aus dieser Logik heraus eben möglichst schnell unabhängig vom russischen Gas zu werden und dann eine Energiesicherheit zu gewährleisten. Und damit haben wir aber letztendlich dann die Menschen überfordert. Ich glaube, das ist klar. Wir haben das zu schnell gewollt und für die Menschen war nicht ersichtlich, was wir eigentlich genau wollen. Gleichzeitig war für uns immer, und das war auch von Anfang an mitgeplant, klar, dass wir, wenn so eine Veränderung jetzt beim Heizen passieren muss, dass wir gucken müssen, wie wir das auch bezahlbar machen und dafür sorgen, dass die Leute sich das leisten können. Das haben wir aber nicht von Anfang an irgendwie kommuniziert bekommen. So. Und da haben wir ganz klare Fehler gemacht, wo man sagen muss. Okay. Ich wollte nur mal nachfragen und ich habe auch noch eine andere Nachfrage. Wir gehen ein bisschen wieder zurück auf das Video, was wir uns eben gerade angeschaut haben. Da bist du ja, wenn ich das richtig gesehen habe, in einen Miles-Wagen eingestiegen. Ja. Das ist ja ein Carsharing-Angebot, habe ich selber schon mal genutzt. Total toll, gerade beim Umzug, Ikea-Parkplatz. Ich hatte mir zu viel Möbel oder so gekauft, passte nicht ins Auto rein. Miles-Wagen, man kam da super gut von A nach B. Wie stellst du dir und wie stellen sich auch die Grünen in Hamburg das Nutzen der Autos vor? Du hast ja gesagt, jeder darf schon noch ein Auto haben, also verbieten kann man es ja, denke ich mal, eh nicht und ist ja wahrscheinlich auch nicht das Ziel. Aber wie sollten oder wie stellt ihr euch das vor? Welcher Nutzen hat das Auto noch in der Zukunft? Ja. Also genau, ich glaube, ich bin schon überzeugt davon, dass wir gerade in Städten, jetzt wie hier in Hamburg, in so einer Großstadt, dass wir in Zukunft weniger Autos haben sollten insgesamt und auch mehr Elektroautos natürlich. Und zwar vor allem, weil ich glaube, dass damit eine total große Chance einhergeht, auch um Städte ein Stück weit anders zu gestalten und mehr auch letztendlich für die Menschen zu gestalten, die in so einer Stadt wohnen. Ne? Also, letztendlich, Städte sind ja einfach für die Menschen da und wenn wir uns hier zum Beispiel, wir sind hier ja direkt am Jungfernstieg, das mal anschauen, da haben wir auch mit einer sehr großen Zustimmung der Hamburgerinnen und Hamburger ein Stück weit den Autoverkehr da rausgenommen, nicht komplett, aber reduziert. Ja. Und man sieht ja, dass da total viele Leute einfach abhängen, irgendwie die Sonne genießen und irgendwie einfach leben. Und das wünschen wir uns eben noch für weitere Teile der Stadt. Ja. Und das wollen wir aber schaffen, indem wir Alternativen fördern. Also indem wir sagen, wir bauen die S-Bahn, die U-Bahn, die Busse aus und wir schaffen eben auch Alternativen wie zum Beispiel so Sharing-Angebote, sodass Leute eben gut von A nach B kommen und es attraktive Alternativen gibt. Soll das Auto dann nutzlos sein oder wofür sollte man vielleicht dann doch noch ein Auto haben? Oder gibt es vielleicht Sachen, wo du auch selber sagst, naja, dafür brauche ich schon ein Auto, auch wenn ich in der Stadt lebe? Ja. Also erstmal ist es so, es gibt einfach momentan noch total viele Leute, die auf ein Auto angewiesen sind. Da müssen wir uns nichts vormachen, wenn man sich jetzt hier Hamburg anschaut. Ja. Du hast erzählt, du kommst aus Tondorf, du kennst das ja sicherlich so. In der äußeren Stadt gibt es eben ganz viele Orte, die sind noch nicht so geil angebunden. Und da ist es total selbstverständlich, dass Leute dann auch vermehrt ein Auto nutzen. Ich persönlich wohne jetzt auf St. Pauli. Ich habe die U-Bahn vor meiner Haustür. Ja, natürlich praktisch. Ich bin irgendwie in 10 Minuten auch mit dem Fahrrad in der Stadt und so. Ich bin da schon so klassischer Grüner, sage ich mal. Wobei ich eben auch dann für längere Strecken dann mal mir ein Auto organisiere. Ich habe jetzt ein eigenes. Und ich glaube, dass wir auch in Zukunft Leute haben werden, die einfach von Anbindung, wo es keine Alternativen gibt, auf ein Auto irgendwie angewiesen sind. Okay. Ja. Und das wollen wir dann auch ermöglichen. Ja. Und gleichzeitig gibt es auch Leute, und das finde ich auch vollkommen okay, die einfach Lust haben, Auto zu fahren. Und da sagen wir eben, wenn wir insgesamt dafür sorgen, dass weniger Autos auf der Straße sind, weil eben viele Alternativen nutzen,
dann können die, die auf ein Auto angewiesen sind oder die vielleicht auch Lust haben, Auto zu fahren, natürlich auch schneller von A nach B kommen, weil wenn weniger Autos auf der Straße sind, ist eine simple Rechnung. Läuft, so, ja, das stimmt. Sieht es für alle besser aus. Und das ist, aber ich, eine grundsätzlich ist ja schon das Ziel, du hattest vorhin den Jungfernstieg angesprochen, hier ist, glaube ich, sogar zum Teil ja eine autofreie Zone, richtig? Oder ich weiß nicht genau. Genau, das ist für den Privatverkehr gesperrt, aber genau, das ist, bezieht sich, nur ein kleines aus Stück, Hamburg nur kommen, aus, auf die absolute Innenstadt hier. Und nicht jetzt. Wir wollen keinen falschen Eindruck erwecken. Aber es ist ja schon so, und das war eben den Punkt, den ich so ein bisschen ausführen wollte, dass das Autofahren, sage ich mal, in einer Stadt wie Hamburg jetzt nicht so attraktiv gemacht wird, würde ich schon sagen. Die Parkplätze gerade im Zentrum werden immer weniger. Die Parkplätze, sage ich mal, wo man das Auto abstellen kann, Parkhäuser sind sehr teuer. Stimmt das? Also das für absolute Innenstadt stimmt das natürlich. Wir wollen die Innenstadt ein Stück weit umgestalten. Damit sind wir auch. Das ist ja auch eine Idee. Also ist ja prinzipiell im letzten Wahlkampf angetreten. Ja. Da gibt es auch in Befragungen gab es immer eine große Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger, die sagen, die Innenstadt hier, die ist eben für alle da und da sehen wir große Potenziale, irgendwie Autos ein Stück weit rauszunehmen und mehr das Leben zu ermöglichen. Da profitieren die Menschen von, da profitieren auch zum Beispiel Geschäfte von, wenn Leute irgendwie sich gerne hier aufhalten und vielleicht dann auch Cafés irgendwie draußen Plätze haben können und so. Natürlich, klar, schafft auch Platz. In der genau, das stimmt für die Innenstadt, aber für die Gesamtstadt ist es schon so, dass unsere primäre Strategie ist zu gucken, nicht wie können wir das Auto möglichst unattraktiv machen, sondern wie können wir Alternativen, Bus und Bahn, aber eben auch zum Beispiel Fahrrad oder auch so Sharing-Angebote, wie können wir die attraktiver gestalten, damit Leute irgendwie Bock haben, andere Dinge zu nutzen. Okay. Wir wollen ein bisschen das Thema wechseln. Wir haben jetzt so viel über, wir bleiben ein bisschen bei dem Thema. Wir haben über Hass gegen die Grünen gesprochen, jetzt haben wir viel über das Video gesprochen, auch so ein bisschen über Politik in Hamburg, wie du dir die Stadt vorstellst, wie die Grünen sich die Stadt vorstellen. Und nun muss man dazu sagen, wir hatten das vor dem Interview schon so ein bisschen besprochen oder uns darüber ausgetauscht, dass ja gerade in den sozialen Medien sehr, sehr viele Videos kursieren und dabei fällt mir persönlich auf, gerade als Content Creator auf meiner For You-Page sind immer wieder Videos gegen die Grünen und auch gegen Ricarda Lang. Und ich möchte mir gerne mal mit dir ein Video dazu anschauen und bin gespannt auf deine Reaktion. Wir gucken da einfach mal rein. So, dass 92% dieser Werbung, die Kinder im Internet und Fernsehen wahrnehmen, für Süßigkeiten, Snacks und Fastfood, für ungesundes Essen ist. Wir müssen verhindern, dass das langfristigen Einfluss auf die Kinder hat. Ich habe über Ricarda Lang noch nie einen Witz gemacht, aber wenn Ricarda Lang sich hinstellt und uns versucht, als Volk sozusagen in Ernährungsfragen pädagogisch zu betreuen, da bekomme ich Zweifel, ob ich es mit einem Experten zu tun habe. Ich zeige das Video nicht, weil ich jetzt mit dir über Werbung für Süßigkeiten sprechen möchte, sondern mich würde viel mehr interessieren, was denkst du über die Aussage von Dieter Nuhr? Ist ja eine Person, die man sehr kennt, die im Fernsehen oft zu sehen ist. Was denkst du, wenn er da sowas sagt? Ja, also ich finde es grenzwertig, muss ich sagen, weil er einen Eindruck vermittelt, der aus meiner Sicht nicht der Wahrheit entspricht. Er zahlt ja so ein bisschen auf dieses Narrativ ein, die Grünen wollen irgendwie da alles verbieten. Das geht ja vor allem um Ricarda Lang. Genau. Es geht zum einen darum, Ricarda irgendwie zu diskreditieren, aber auch darum, diese Erzählung, die Grünen sind so die Verbotspartei, zu füttern. Ja. Und Dieter Nuhr darf die Grünen ja scheiße finden, wie er sie scheiße finden will. Mhm. Ne? Der muss uns nicht gut finden und niemand muss uns gut finden. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass zum einen wir versuchen, gemeinsam bei den Fakten zu bleiben und uns ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was wir wollen, was andere Parteien wollen und nicht Dinge zu erzählen, die halt einfach nicht so stimmen. Und ich glaube, darüber hinaus gehört auch einfach zu einem demokratischen Miteinander, dass man auch fair miteinander umgeht und jetzt nicht da so auf Einzelpersonen aufgeht. Und gerade Ricarda Lang, muss man sagen, ist eine Person, die extrem viel Hass und Hetze auf sich verbindet, auch als Frau, als junge Frau, die vielleicht ein bisschen aus dem Raster der üblichen PolitikerInnen in dieser A-Politik fällt. Und ich finde es absolut krass. Wir hatten vor 2 Wochen eine Veranstaltung, da habe ich nur erzählt von bekommen, die in Leipzig, glaube ich, war,
in der Ricarda tatsächlich nur mit Partei, mit Personenschutz, yeah. mit extremem Polizeiaufwand überhaupt da sein konnte, yeah. weil da sich irgendwie so ein rechter Mob versammelt mhm. hat, die am Pöbeln Krass. Waren. Und yeah. das ist schon was mir große Sorge bereitet, mhm. Wo wir da so uns als Gesellschaft auch ein Stück weit hinbewegen. Ja, was glaubst du, warum hat Dieter nur das gesagt? Das war ja, also ich glaube, er ist ja sonst bekannt eher als Komiker oder sowas. Ich glaube, das meinte er nicht als Satire, sondern das meinte der richtig ernst. Glaubst du, der hat eine Intention dahinter gehabt oder er mag die Grünen einfach nicht und wollte da mal so ein Statement raushauen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gut, du bist nicht Dieter Nuhr. Dieter Nuhr, kann ich nur mutmaßen. Ja. Sicherlich ist er kein großer Fan, das muss er auch nicht sein. Mhm. Vielleicht ist er auch wirklich der Meinung, dass oder glaubt tatsächlich ja. daran, dass bestimmte Dinge über die Grünen so der Wahrheit mhm. entsprechen. Okay. Keine Ahnung, aber ich finde auf jeden Fall, dass er eine Figur ist, die auch eine gewisse Verantwortung hat mit seiner Reichweite, ja. okay. zumindest bei der Wahrheit zu bleiben. Mhm. Ich möchte abschließend eine Frage stellen zu dem Thema so Hass. Was glaubst du, wie kann man den Hass gegenüber Grünen oder vielleicht auch gegenüber anderen Parteien minimieren? Gibt es da irgendwelche Optionen oder sagst du vielleicht auch, das wird von den anderen Parteien gefördert. Wenn wir jetzt mal nach Bayern schauen, Markus Söder, ich fand es, muss ich sagen, interessant, nicht schön interessant, was er zum Beispiel beim politischen Aschermittwoch oder was das war, gegen Steffi Lemke gesagt hat. Da musste der eine oder andere doch sicherlich schlucken und sagen, okay, das ist nicht ganz fair. Können die anderen Parteien was dafür? Sind vielleicht auch andere Parteien schuld, dass die Grünen gerade so besonders viel Hass bekommen? Ja. Naja, also ich glaube schon, es ist richtig, dass wir erstmal bei uns selbst anfangen ja. und gucken, so, was können wir tun. In so einer aufgeheizten Stimmung, die ja sich zwar viel gegen uns Grüne richtet, aber ja auch nicht nur. Ne? Es gibt ja auch viele ja. andere demokratische Parteien, die das aktuell spüren, dass wenn sie am ja. irgendwie Infostand sind, dass es mehr Bepöbelungen gibt und so. Da sind wir besonders im Fokus, aber auch andere Parteien. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe schon ist, weiterhin und gerade ja. jetzt mit den Leuten zu reden, die Ängste und Sorgen, die Menschen haben, die auch berechtigterweise ja. haben, weil irgendwie gerade viel in der Veränderung ist, weil wir große Krisen irgendwie haben, mit denen wir umgehen müssen, mhm. dass wir diese Ängste und Sorgen ernst nehmen und irgendwie zeigen, dass wir Politik auf die Leute zugehen. Für die Menschen ja. machen, auf die Menschen zumachen, auch auf die uns ja. nicht wählen, die uns mhm. vielleicht auch scheiße finden. So. Und das versuchen wir ja. und da können wir aber, glaube ich, auch noch ein Stück besser werden. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, ja, alle demokratischen Parteien haben eine gemeinsame Verantwortung, sich klar gegen Hass und Hetze mhm. zu stellen. Ja. Es geht nicht darum, dass man unterschiedliche Meinungen haben darf und alle das Recht haben, irgendwie die Grünen oder auch andere Parteien ja. irgendwie nicht gut zu finden. Aber wir müssen schon schauen, dass wir gemeinsam eben klare Kante zeigen gegen Gewalt, gegen irgendwie mhm. Hass und Hetze, ja. wo irgendwann eine rote Linie überschritten ist. Und da haben auch gerade Politiker wie Markus Söder, die jetzt besonders im ja. Vordergrund stehen, schon eine Verantwortung, mit ihren Worten aufzupassen, dass mhm. sie nicht auch auf bestimmte Stimmungen noch einzahlen und die weiter befeuern. Vielen Dank erstmal für diesen Teil. Und jetzt im Vorfeld habe ich nämlich meine Community nochmal gefragt, ja. ob die auch Fragen haben. Sehr, sehr bunt gemischte Fragen und ich würde gerne so 5 bis 10 Minuten jetzt nochmal Fragen ja. aus der Community dir stellen. Wirklich querfeldein zu unterschiedlichen Themen. Wir fangen direkt an mit der ersten Frage, die kommt von Bjarne. Bjarne fragt, wie stehen Sie zur Partei Die Partei? Ja, Die Partei ist ja ein bisschen ruhig geworden um mhm. die. Am Anfang irgendwann mal fand ich die irgendwie ganz spannend, ja. irgendwie auch lustig und habe mir das gerne angeguckt. Ich hatte dann irgendwann schon das Gefühl, dass sich dieser Trick so ein bisschen yeah. aufgebraucht hat. Und okay. ich finde dann schon, wenn du dann letztendlich in einem Parlament bist, yeah. im Europäischen Parlament, das ist yeah. eine krasse Verantwortung. Dann dieser Martin Sonneborn hat das ja, glaube ich, dann yeah. mal so gemacht, dass er irgendwie einfach wahllos einmal dafür, einmal dagegen gestimmt yeah. hat, egal was, wofür yeah. er da stimmt. Okay. Und da denke ich mir so, ja, vielleicht verstehe ich es nicht richtig, yeah. aber
Dem konnte ich dann ehrlicherweise nicht mehr so richtig viel abgewinnen. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wir wollen nämlich ein paar Fragen schaffen. Luca fragt, von Umweltschutz zu Kriegswaffenlieferungen, wie kommt's? Ich denke mal, so eine Frage wirst du bestimmt schon öfter mal gehört haben. Die ist ja nicht ganz neu. Die Grünen haben es auch immer wieder schon thematisiert in Talkshows. Kurze Antwort, woher kam auf einmal dieser Wandel? Oder ist er überhaupt da? Naja, also von Umweltschutz, wir sind ja seit langer Zeit nicht mehr eine Ein-Themen-Partei, die nur Umweltschutz bespielt. Klar, Umwelt- und Klimaschutz ist irgendwie in unserer DNA und ein gewisser Kern unserer Politik. Ja. Wir haben den Anspruch, insgesamt alle Themen zu bedienen. Und ich glaube, dass wir mit dem Thema der Unterstützung der Ukraine gerade die Verantwortung übernehmen, die wir in aktuellen Zeiten übernehmen müssen. Da geht es nicht nur um die Verteidigung der Demokratie in der Ukraine, sondern letztendlich unserer aller Demokratie. Das sind schwierige Entscheidungen, so ein bisschen schwierig für so eine kurze Antwort. Ja, klar, natürlich, verstehe ich. Ja. Aber wir gehen da sehr verantwortungsvoll mit um und ich halte da unsere Haltung auch für absolut richtig. Ich bitte jetzt um eine noch kürzere Antwort. Sorry, nein, auf große Frage. Die Frage wird ganz einfach, die kann man mit Ja oder Nein beantworten. Okay. Nils fragt, Robert Habeck vor Kanzler 2025. Ist doch schwer mit Ja oder Nein zu beantworten. Ist schwer, aber wenn es heißt Robert Habeck oder Merz oder Scholz, dann ja. Okay. Eine Frage habe ich noch. Tom fragt, was tut ihr gegen Rentnerarmut? Und ich würde die Frage gerne mal so ein bisschen ausweiten. Ich glaube, Tom wird mir da nicht böse sein. Wie sieht's aus mit der Rente? Wie ist die gesichert? Welche Pläne haben die Grünen? Wie kann man die Rente in Zukunft sicher machen? Ja, schon wieder so eine riesige Frage. Gerne jetzt auch ruhig kurz ein bisschen ausführlicher. Ist ja also grundsätzlich, Thema. Ja, es ist ein Riesenthema, gerade auch das kennst du ja sicherlich auch in der jungen Generation ist irgendwie so dieses Narrativ von für uns bleibt am Ende nichts mehr übrig, irgendwie total gesetzt und halte ich für ein riesiges Problem. Und aus unserer Sicht muss man, oder aus meiner Sicht muss man da ein bisschen grundsätzlicher rangehen und sich die Frage stellen, funktioniert dieses System der Umlage, wie wir es jetzt haben, aktuell noch so? Oder müssen wir nicht auch über Alternativen sprechen? Müssen wir zum Beispiel vielleicht doch mehr auch aus dem regulären Staatshaushalt finanzieren? Yeah. Wie kann das funktionieren? Ich glaube, dass so aktuelle Wege wie jetzt eine Aktienrente ehrlicherweise nur ein gewisser Tropfen auf den heißen Stein sind. Yeah. Man muss sich nichts vormachen. Aktuell funktioniert es gerade noch so, wie wir das machen, aber es wird einfach für die Zukunft nicht mehr aufgehen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir grundsätzlicher über die Frage stellen, wie Rente gestaltet werden. Als du gesagt hast, eben gerade so Aktienfonds, ist mir ein Interview in den Kopf gekommen. Hast du vielleicht auch geschaut, Markus Lanz, die Vorsitzende von den jungen Grünen, von der grünen Jugend, die hat dort gegen die Vorsitzende von den jungen Liberalen debattiert um das Thema. Und es hat sich so ein bisschen angehört, als, ich will ihr da nichts unterstellen, korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch verstanden habe, dass man Rente zum Teil auch sichern möchte mit Geld von Leuten, die, sage ich mal, ein bisschen mehr verdienen. Und damit meinte sie jetzt nicht unbedingt Milliardäre, sondern auch Millionäre. Was denkst du dazu? Glaubst du, das wäre eine Idee, dass man sagt, okay, jemand, der besonders viel verdient, der vielleicht ein Millionär ist, 3-4 Millionen, dass der mehr abgibt, um Rente am Ende zu sichern? Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass da viele Themen vermischt sind und die Frage, ob man das alles so in einen Topf werfen muss. Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass wir an bestimmten Stellen auch über Steuereinnahmen sprechen könnten, zum Beispiel bei einer Erbschaftssteuer. Da geht es aber aus meiner Sicht eher um große Investitionen in die Zukunft, die wir tätigen müssen. Und das Rentensystem muss sich Also wäre es so vielleicht schon eine Option. Aber ich glaube nicht, dass sozusagen so eine Umlage da direkt in das Rentensystem sinnvoll ist. Wo man aus meiner Sicht drüber sprechen kann, ist so dieses Thema Beitragsbemessungsgrenze. Okay. Kann man da vielleicht noch das ein Stück weit höher setzen, damit Leute, die viel verdienen, eben auch eine höhere Verantwortung übernehmen. Also mehr Geld. Genau. Ja. Aber letztendlich muss man ja auch so ein bisschen die Ursache sich anschauen, wenn wir jetzt gucken, warum haben viele ältere Leute eben auch zu geringe Renten, dann liegt das an vielen Stellen auch daran, dass sie einfach niedrige Löhne haben, die das ganze Leben ausgezahlt sind. Mhm. Gerade auch Frauen sind häufig davon betroffen, weil sie irgendwie in Teilzeit häufiger arbeiten und da
ist aus meiner Sicht, wenn man jetzt so Gerechtigkeitsfragen aufmacht, eher, sollte eher im Vordergrund stehen, können wir den Leuten bessere Löhne zahlen, damit sie dann letztendlich auch mehr in die Rentenversicherung einzahlen können und am Ende eine Rente bekommen, von der sie auch leben können. Wir kommen zu einer letzten Frage. Schaust du dir manchmal Spiegeldokumentation an? Ja. Kennst du den Anzeigenhauptmeister? Habe ich gesehen letzte Woche, ja. Ja, der Jona fragt, was denkst du über den Anzeigenhauptmeister? Vielleicht, um alle einmal ins Boot zu holen, das ist ein junger Mann, 18 Jahre alt, der durch Städte fährt und Leute ganz fleißig anzeigt, die zum Beispiel falsch parken, und damit treibt er mächtig Geld in die Steuerkasse. Ja. Würdest du dir einen Anzeigenhauptmeister vielleicht auch in Hamburg wünschen, damit die Kassen hier im Rathaus für die Grünen ein bisschen voller werden? Na, also ich fand den ganz witzig, muss ich sagen. Also die Doku hat mich schon abgeholt, auf jeden Fall. Hat mir aber auch ein bisschen leid getan. Ich kenne diesen Anzeigenhauptmeister jetzt nicht. Ich weiß nicht, was da seine Motivation ist und so, aber der ist ja jetzt... Also der, in aller Munde. Genau, er ist in aller Munde. Ich glaube, der hat seinen Spaß. Ob das jetzt dazu beiträgt, dass so der Zusammenhalt der Gesellschaft irgendwie gesichert ist, wenn Leute anfangen, sich da so für jeden Kleinkram irgendwie gegenseitig schwarz anzumalen. Ich habe meine Zweifel daran. Okay. Aber ich glaube, das diente ja vor allem auch so ein bisschen der Belustigung. Okay. Nee, ich glaube ihm nicht. Ja, naja, ihm wahrscheinlich nicht, nö, aber... Der Spiegel-Dokumentation und dem Verlag sicherlich. Genau. Okay, damit sind wir durch. Vielen lieben Dank. Jetzt haben wir ganz schön viele Fragen zu unterschiedlichen Themen abgearbeitet. Wenn noch Fragen offen sind, schreibt sie gerne unten rein in die Kommentare. Und dann, ja, vielen Dank für deine Zeit. Wie fandest du das Interview? Danke dir, Lars. Hat mir Spaß gemacht. War ein bunter Ritt. Und war herausfordernd auf alles so eingehend. Ich könnte noch tausend Jahre länger reden, aber hey, das ist ja die Idee. Alles klar, perfekt. Danke dir. Ciao. Danke auch. Ciao.